Paul Schockemöhle legte den Zeigefinger an den Mund, bedeutete der Tribüne mucksmäuschenstill zu sein, denn Deister lässt sich mitunter irritieren. Meine Damen und Herren, Paul Schockemöhle muss null gehen. Er darf sich keinen Springfehler erlauben. Hat er einen Abwurf, dann wirft es ihn zurück bis auf den dritten Platz. So schnell geht das. Er muss null gehen mit dem 10-jährigen Hannoveraner. Aber der Münchner, der Mühlener hat hier in München immer hervorragend geritten, hat 2 deutsche Meisterschaften hier gewonnen. Und in den Tagen zuvor, am Freitag und gestern, hat er jeweils brillante reiterliche Leistungen gezeigt. Das mahnt Deister vielleicht zu Vorsicht. Schon im ersten Parcours klapperte es einige Male. Letzter Sprung. Er ist Europameister! Er ist Europameister! Mit einer Null-Fehler-Runde. Aber Hand aufs Herz, meine Damen und Herren, es war doch zeitweise ein Zitterritt. Aber Paul Schockemöhle hat natürlich auch unter einem unerhörten Erfolgsdruck gestanden. Aber das, was seinem Bruder Alvin 1975 hier glückte, hat er jetzt nachgemacht. Er hat die Europameisterschaft der Springreiter 1981 gewonnen mit Deister, mit dem 10-jährigen Hannoveraner. Er ist am Ziel seiner Wünsche. Deister ist in 3 Prüfungen 74 Sprünge fehlerfrei gegangen und dabei 2620 Meter galoppiert. Deister stammt übrigens von Discant und der wiederum deckt in Hannover. Ist gezogen worden von Hermann Hahl in Osterbruch im Lande Hadeln und stammt aus einer alten, sehr, sehr bewährten, jahrzehntelang bewährten hannoverschen Linie. Das ist ein ganz großer Erfolg für die deutsche Reiterei. Gestern der Sieg in der Mannschaft und heute der Einzelsieg durch den 36-jährigen Kaufmann Paul Schockemöhle aus Mühl. Das war eine brillante Leistung. Auf dem zweiten Platz dann Malcolm Pyra, der Brite mit Towerland Inselzag, 2,03 Punkte, und auf dem dritten Platz und Gewinner der Bronzemedaille Bruno Kandrian, der Schweizer mit Van Gogh, 5,24 Punkte. Vierter Emil Hendricks aus Holland, 5,58 Punkte, und fünfter dann Peter Luther mit Livius und 7,21 Punkte. Unter schwierigen Bedingungen hat Paul Schockemöhle die Europameisterschaft gewonnen. Aber das gleiche Lob muss man auch den anderen Reitern zollen, die sich vorne behauptet haben. Sie alle hatten hier mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Der Platz ist rutschig. Sie haben es einige Male gesehen, dass die Pferde rutschten, dass sie nicht mehr anpackten, nicht mehr anzogen und sich dann trotzdem noch über die Sprünge rettet. Paul Schockemöhle also gewinnt die Europameisterschaft. Und mit dieser Information und mit diesen Bildern, meine Damen und Herren, verabschieden wir uns von München-Riem. Auf Wiedersehen.
Wir wollen versuchen, am Ende der Sendung noch einmal nach München zu schalten zu einem Interview von Arnim Basche mit dem neuen Europameister Paul Schockemühle. Geduld, Major. Was ist denn? Ja, ich muss mein Pferd holen. Ich mache Aufstand. Meine Damen und Herren, Paul Schockemühle hat eben die Gratulation von David Boom bekommen und er hat gesagt, now you are the king, nun bist du der König. Paul, fühlen Sie sich wie ein König? Im Springsport, wie ich schon oft gesagt habe, ist man nur König für einen Tag. Morgen gibt es einen anderen Sieger. Tja, das ist eine sehr clevere Einstellung, aber ich meine, ein bisschen Hochgefühl beherrscht Sie doch. Ich bin sehr zufrieden und ich habe das erhofft, aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass ich meine Pläne bezüglich dieser Meisterschaft durchsetzen konnte. Sie waren ja einer der Favoriten für die Europameisterschaft 1981, aber da waren ja auch große Konkurrenten noch im Vorfeld. Gilbert Horne-Ballanda, David Blum, von dem wir eben sprachen, Malcolm Peira und noch ein paar andere. Sie hatten sich sicherlich einiges ausgerechnet, aber dass Sie so weit nach vorne kommen würden? Ich bin deshalb besonders zufrieden, weil hier auf dieser Europameisterschaft alles das am Start war, was im Moment gut ist in Deutschland und in Europa. Und ich bin auch der Meinung, dass dadurch, dass die Professionals hier am Start waren, diese Europameisterschaften aufgewertet worden sind. Was sagen Sie zu den Parcours, die Hans-Heinrich Brinkmann gebaut hat? Wenn man gewonnen hat, ist man immer zufrieden. Wie geht es jetzt weiter mit Ihnen? Ich werde die Sommersaison beenden und ich werde in Hallensaison reiten und ich werde in der Hallensaison etwas weniger Turniere reiten, um mich hoffentlich auf die Weltmeisterschaft vernünftig vorbereiten zu können. Ich glaube, das war auch der Durchbruch Ihres Pferdes Deister, der ja lange Zeit ein bisschen im Schatten von El Paso gestanden hat, aber Sie haben ihn auch ganz bewusst geschont und für ein Großereignis aufgebaut. Das ist richtig. Ich habe verschiedentlich El Paso mehr eingesetzt in diesem Jahr. Grundsätzlich habe ich aber selten so wenig Turniere geritten wie in diesem Jahr. Haben Sie Deister selbst schon einmal so souverän, so gut erlebt wie hier in diesen Tagen in München? Er hat im letzten Jahr die deutsche Meisterschaft gewonnen und ich glaube, das war ähnlich schwer. Und er hat auch auf der deutschen Meisterschaft über 5 Parcours keinen Fehler gemacht. Frau Schockemühle, ich bedanke mich, schließe mich der Chor der Gratulanten an, wünsche Ihnen alles Gute und toi toi toi. Dankeschön. So viel von hier aus, meine Damen und Herren, zurück ins Studio.